Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, der Benutzungssatzung der städtischen Bibliotheken Dresden mit Gebührenerhöhung zugunsten der Finanzierung von Maßnahmen des Bibliotheksentwicklungsplans 2025. Und wir steigen ein in die Debatte. Es wird die CDU beginnen, wird das Wort gewünscht. Frau Nikolov, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Gebührenerhöhungen schmerzen immer, aber wir müssen ehrlich sein, die letzte Gebührenerhöhung für die städtischen Bibliotheken war vor 6 Jahren und vor 30 Jahren gab es erst oder erst, wie man es nennen will, eine Gebührenerhöhung für Säumnisse. Ich muss sagen, Bildung kostet Geld und Bibliotheken sind ein Ort der Bildung, aber auch ein Ort, wo man kommunizieren kann, wo man sich treffen kann. Und sie dienen auch als ein kleines Stadtteilzentrum. Und deshalb unterstützen wir als CDU-Fraktion diese Erhöhung der Gebühren, weil gleichzeitig im Jahr 2021 die 150.000 Euro und im Jahr 2022 die 200.000 Euro an den Nutzer zurückkommen. Wir möchten gern, wie in dem Bibliotheksentwicklungsplan festgeschrieben, die Bibliothek 710 auch an anderen Stadtorten einführen, zum Beispiel in Prohlis, in Gruna, in der Neustadt oder auch in Gorbitz. Gleichzeitig möchten wir aber auch, dass jeder Nutzer, der die Bibliothek besucht, digitale Zeitschriften, aber auch Tageszeitschriften lesen kann. Und all das sind Projekte, die mit diesem Geld finanziert wird. Und aus diesem Grund stimmen wir als CDU-Fraktion diese Erhöhung zu, die gleichzeitig aus unserer Sicht auch eine moderate Erhöhung ist. Familien im Familienabo bezahlen jetzt 30 Euro, ein Erwachsener bezahlt 20 Euro und Kinder bis zum 17. Lebensjahr und Inhaber des Dresdenpasses sind ebenfalls kostenfrei. Und aus diesem Grund ist das für uns eine sozial verträgliche Entscheidung und wir bitten Sie deshalb heute gemeinsam mit uns dafür zu stimmen, dass wir uns auf den Weg machen können, ein Angebot an Bildung in allen Stadtteilzentren und Bibliotheken natürlich umsetzen zu können und aus unserer Sicht also eine Zustimmung. Wird AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Doch, dann los geht's, Herr Gerke, ab die Post. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Am 15.10.2020 wurde die BIBO 710 beschlossen. Damals wurde vieles und Schönes gesagt, aber keiner sprach davon, dass es die Gebühren erhöhen werden würde. Man sprach von den Erweiterungen. Diese Erweiterungen sind allerdings eine BIBO im Mini-Format, die erhöht wird, da kein Fachpersonal mehr zur Verfügung steht zu dieser Sondernutzung. Die BIBO war mehrere Monate nicht wirklich nutzbar. Und jetzt reden wir von einer Erhöhung von 42%, Abokunden sogar um 50%. Aber sie ist ja moderat. Das ist nicht nachvollziehbar und noch nicht wirklich notwendig. Weil, wenn ich mal sehe, wir hatten den Haushalt. Da hatte die AfD-Fraktion einen Haushalt eingereicht. In diesem Haushalt gab es keinerlei Grund für Erhöhungen. Da wurde von ihnen abgelehnt. Sie haben Ihren Haushalt gebracht und da damals gab es diesen Hinweis, ja, es ist noch Zeit zum Nachdenken. Ist das Nachdenken jetzt nur die Gebührenerhöhung und die Erhöhungen für die Erhöhungen? Da wird Geld für so viel Unsinniges in Dresden ausgegeben. Ich erinnere bloß mal an die Denunzierplakate, wo es darum ging, Leute, ruft doch mal beim Ordnungsamt an, wenn eure Nachbarn eine Feier machen, wenn dort mehr passiert. Das ist eine ganz großartige Geschichte. Ironie sollte man schon verstehen. Natürlich war es nicht schön und das war auch nicht gut gewesen. Das ist Sozialismus pur gewesen. Dafür war Geld da und auf einmal reicht es ja wieder für die BIBO nicht.
Wissen Sie, in Skandinavien kostet die Bibliothek gar nichts. Dort wird Bildung einfach hoch angesetzt und es braucht kein Geld kosten. Und jetzt ganz ernsthaft, wenn Sie immer schon sagen, immer vom Geld. Ich erinnere Sie daran, wir hatten einen Antrag eingebracht, wo wir gesagt haben, die Stadträte könnten an sich mal ein ganz klein bisschen sparen. Das hätte der Stadt knapp 300.000 Euro eingebracht. Das wollten Sie nicht. Sie waren nicht bereit, nur einen Kreuzer abzugeben oder darauf zu verzichten. Aber jetzt gehen Sie los und nehmen den Leuten das Geld aus die Tasche. Diese Situation, in der wir leben, wo Unternehmer pleite gegangen sind, gar nichts mehr haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ein Unternehmer, der kein Geld mehr hat, der ist sofort in Hartz IV. Arbeitnehmer haben ihren Job verloren. Das heißt also, die Menschen, denen fehlt das Geld. Und was machen Sie? Sie erhöhen die Gebühren. Sie wollen das noch an anderen Stellen auch erhöhen. Die AfD ist grundsätzlich dagegen, weil wir wissen, dass es nicht notwendig ist. Und warum wissen wir das? Weil wir einen Haushalt eingebracht haben, der dementsprechend gut gewesen ist, den Sie hätten annehmen können. Sie können diese Spielchen weiterspielen. Die Dresdner werden aber sehen, was Sie davon haben. Die Dresdner werden sehen, was Sie für Politik machen. Und diese Politik ist nicht für die Dresdner. Für Sie sollten Sie aber diese Politik machen. Vielen Dank. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Nein. SPD? Nein. FDP? Nein. Freie Wähler? Frau Dagen, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskollegen, mit Kultur und Bildung, da schmückt man sich gern, Kultur für alle und Bildung für alle. Ich habe mal hinsichtlich der heutigen Rede in den kommunalen Wahlprogrammen von 2019 gestöbert, soweit sie noch verfügbar gewesen sind. Bei den Grünen stand drin, Bibliotheken und kulturelle Bildung stärken. Bei der SPD stand, kulturelle Bildung ist für uns der Mittelpunkt von Kunst und Kultur. Und Frau Frohwieser hat vorhin davon gesprochen, dass die Investitionen in die Bildung die wichtigsten sind. Nun werden nach 6 Jahren die Gebühren angepasst. Und Herr Kaniewski von der SPD, ich darf Sie zitieren, spricht gegenüber einer Regionalzeitung davon, das sei durchaus sozial verträglich und angemessen. Eine Familie zahle im Abo künftig 25 statt 20 Euro und im Vergleich zu Disney, Netflix und Co. wäre das weiterhin eine sehr geringe Gebühr. Naja, nun meine ich, dass der Vergleich zwischen börsennotierten amerikanischen Großkonzernen und der städtischen Bibliothek Dresden mit immerhin 19 Zweigstellen sehr tief blicken lässt. So viel Lokalpatriotismus hatte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Gut, und auch der breite Spagat in der Benutzung des Begriffs kulturelle Bildung desgleichen. Worum geht es eigentlich? Der Stadtrat beschließt den Bibliotheksentwicklungsplan am 15. Oktober letzten Jahres, dies mitten in der Corona-Krise und tut dabei so, als ob alles wie immer sei und noch viel besser, als ob alles so bleibe, wie es ist. Im Beschlusstext steht, der Stadtrat beschließt die Umsetzung des Projektes BIBO 710 neben der Weiterführung der Bibliothek Südvorstadt und einer weiteren Stadtteilbibliothek werden jährlich 2 weitere Bibliotheken als BIBO 710 geöffnet. Aber es gibt natürlich klare Einschränkungen, das wissen wir. Da steht nämlich auch geschrieben, alle Maßnahmen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts auf Grundlage der in den jeweiligen Haushaltsjahren beschlossenen Haushaltssatzung umgesetzt. Sollte heißen, wenn kein Geld im Haushalt dafür da ist, dann wird es auch nicht umgesetzt. Daran haben wir allerdings im Oktober 2020 schon gezweifelt und uns deshalb bei dieser Abstimmung enthalten. Im Haushaltsentwurf des OB fehlten bei den Bibliotheken pro Jahr 1 Million Euro. Dies nachzulesen in der sogenannten Mehrbedarfsvorlage. Und die Koalition der haushaltstragenden Fraktionen beschloss am 17. Dezember 2020 den Bibliotheken einen, naja, sagen wir mal, ungedeckten Scheck über 300.000 Euro zu geben. Am 22. Dezember, 5 Tage später, wurde dann die Vorlage, über die wir heute beschließen sollen, in der Dienstberatung des OB freigegeben. Und ich sage mal Respekt
gegenüber der Verwaltung, eine Vorlage innerhalb von 5 Tagen zu erstellen und durch den verwaltungsinternen Gang zu bringen. Das ist wirklich rekordverdächtig. Oder wie logisch erscheint da die Vermutung, dass schon im Oktober 2020 klar gewesen ist, dass die schöne neue Bibo-Welt nicht zu bezahlen sein wird, es sei denn, man greift dem Bürger in die Tasche. Und das ist eben jene Tasche, aus der der Bürger inzwischen höhere Gebühren für Straßenreinigung, für Müll, für Abfall und für Abwasser zu begleichen hat. Und demnächst stehen ja noch die dramatischen und drastischen höheren Parkgebühren an. Und wir sind uns sicher, es werden weitere Erhöhungen folgen. Der Griff bei den Bibliotheken ist aber unseres Erachtens besonders dreist. Im Schnitt sind es 30% Erhöhung, in der Spitze sogar 100%. Dies vor allem bei, aufgepasst, Familien, für die einen Mutter, Vater, Kind, für die anderen Elternteil 1 und 2 mit Schutzbefohlenen, den zudem noch in den letzten Wochen im häuslichen Umfeld der Status des Lehrers aufgebürdet wurde, weil Schulen geschlossen und die Digitalisierung der Kommunen eben auch nicht auf dem Stand eines, sagen wir mal, börsennotierten amerikanischen Großkonzerns ist. Da ist der Blick ins ausgeliehene Bibliotheksexemplar, nämlich ein Buch, durchaus zensurrettend, und das rettet wiederum den häuslichen Frieden. Sie wissen, was ich meine. Wofür wird das Geld benötigt? Ja, mit den Mehreinnahmen sollen eben nicht mehr qualifizierte Fachkräfte, sondern private Wachleute und Reinigungsdienste bezahlt werden, eben für jene ambitionierten Projekte wie Bibo 7.10. Denn am 7. Tage, am Sonntag, soll auch der öffentliche Dienst ruhen, die Bibo aber trotzdem geöffnet sein, nur zum Gucken, versteht sich. Wir lehnen diese Gebührenerhöhung konsequent ab und fordern Sie auf, endlich mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eine tiefgreifende Krise haben, deren dramatische Auswirkungen noch lange nicht vollständig sichtbar sind, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch und vor allem sozial. Und ich appelliere daran, in solchen Zeiten Maß zu halten und die Bürger nicht weiter zu belasten, vor allem jene, die Kultur und Bildung erlangen wollen, dies jenseits von Wahlprogrammen, sondern ganz im richtigen und echten Leben. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filiusine. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die beiden VorrednerInnen haben mich doch zu folgender Frage bewegt. Wer sitzt eigentlich im Ausschuss für Kultur und Tourismus? Wer kriegt da was mit? Und welche Schlüsse werden daraus gezogen? Also zur AfD kann ich nur sagen, Herr Gilke, gut, Sie sitzen nicht im Kulturausschuss, aber sonst hätten Sie nämlich mitbekommen, dass wir über die Gebührenerhöhungen, und zwar mit den städtischen Bibliotheken, die das ausführlich vorgestellt haben, mit ausführlichen Auszeiten, wo wir uns auch noch verständigen konnten, längst vorgestellt bekommen haben, nämlich im Zuge des Bibliotheksentwicklungsplanes. Und jetzt sage ich mal eins, das ist etwas, was Herr Professor Fleming, dem ich bei der Gelegenheit hier wirklich schnelle und gute Genesung wünsche, immer schon gemacht hat, was in der Tat ganz ungewöhnlich ist für die öffentliche Verwaltung. Der hat immer gesagt, wenn ich neue Dinge haben möchte oder auch wenn es tatsächlich Sparzwänge gibt, die nicht von der Hand zu weisen sind, dann muss ich immer gucken, was kann ich selber dazu beitragen. Und wir sind mit einer ganz, ganz breiten Mehrheit dazu gekommen, Frau Nikolov hat es vorher ja schon aufgezählt, dass wir mit breiter Mehrheit diese Bibliotheken 7.10 genauso wollen, wie diese, ich nenne es jetzt mal Abos für E-Papers und Online-Ausgaben, die Bibo quasi abonniert und aber die Nutzerinnen und Nutzer dann nutzen können. Und da haben uns die Bibliotheken damals schon gesagt,
den Eigenanteil, den wir dazu beitragen können, jenseits dessen, dass wir Sie darum bitten möchten, die Kürzungen, die im Raum stehen, irgendwie möglichst auszugleichen, das war Thema bei den Haushaltsverhandlungen, den Eigenanteil ist, dass wir unsere Einnahmen nach so vielen Jahren mal wieder etwas erhöhen. Und auch das hat Frau Nikolov schon gesagt, 30 Jahre lang ist die Säumnisgebühr nicht erhöht worden. Ich denke, das kann man wirklich mal verkraften. Und das andere ist genauso, dass die eigentlichen Nutzergebühren wirklich ganz moderat nach 6 Jahren nach oben gehen. Und wir befinden uns immer noch, steht auch in der Vorlage drin, muss man nur lesen, im unteren Mittelfeld im Vergleich mit anderen Großstädten. Und ja, gerade wenn man sich für Bibliotheken und kulturelle Bildung einsetzt, wie es ja richtig aus unserem Wahlprogramm zitiert wurde, dann auch für die Bibliotheken. Und ich sage es nochmal, es ist nicht der Stadtrat, der gesagt hat, liebe Bibliothek, es tut uns furchtbar leid, wir müssen jetzt eure Gebühren erhöhen, wir brauchen da mehr Einnahmen, sondern das ist von den Bibliotheken in einem sehr ausgewogenen Entwicklungsplan, der intensiv in 2 Lesungen im Ausschuss und dann auch noch mal im Stadtrat diskutiert und beschlossen wurde, besprochen worden. Und dann wissen wir, Sie haben damals schon dem Bibliotheksentwicklungsplan auf dieser Seite nicht zugestimmt. Sie sind die ganze Zeit, gucken Sie mit Argusaugen, was passiert in diesen 7-10-Bibliotheken. Und wenn es da um im Prinzip das Personal geht, was am Wochenende dafür sorgt, dass das einfach auch Treffpunkte für die Nachbarschaft sein sollen und man eben gerade nicht, ich sage mal, teures Fachpersonal dorthin setzt, sondern eigentlich, was vielfach viel zu wenig passiert in dieser Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich irgendwo zu treffen. Und da bieten die Bibliotheken einen ganz wunderbaren Ort, wo das möglich ist, dann ist es eben auch in dem Konzept so vorgesehen gewesen. Und Frau Dagen, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, hatten Sie ja früher sonntags auch auf, unten in Loschwitz. Also so wahnsinnig teuflisch kann das nicht sein, wenn im Prinzip eine Kultureinrichtung, und dazu zähle ich die Bibliotheken, sonntags doch auch die Tore mal öffnen können. Und das ist jetzt abschließend, also was wir hier tun, ist etwas, was wir gemeinsam mit den Bibliotheken machen, nicht gegen deren Interessen und schon gar nicht gegen das Interesse der Bürgerinnen und Bürger oder der Stadtbezirksbeiräte, die mit ganz, ganz breiter Mehrheit ja alle dieses Konzept und gerade die Bibos 7-10 bestätigt haben. Also vielen Dank an alle, die jetzt diesen Schritt auch noch mitgehen. Danke. So, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Eine weitere Wortmeldung ist mir angezeigt für die Fraktionslosen, Herr Aschenbach. Hallo. Vorab, ich werde der Gebührenerhöhung zustimmen, obwohl ich dagegen bin. Ich plädiere für gänzlich gebührenfreie Bibliotheken, genauso wie die anderen weltfremden Quatschköpfe des EBLIDA, das ist der Europäische Interessenverband der Bibliotheken, der IFLA, das ist der internationale die Internationale Bibliothekenvereinigung, und der UNESCO, das sind diese Brückenhater. Weltkulturerbe-Smiley, Baugenehmigung folgt. Nie werden wir müde zu beteuern, auch heute, wie wichtig Bildung doch sei. Aber Geld geben wir dann doch lieber für anderes aus. Irgendwas, das man anfassen kann oder wenigstens einen sichtbaren Nutzen verspricht oder noch besser wieder Geld. Im Gegensatz zu dem ist Bildung nicht nur immateriell, sondern auch noch schwer fassbar, zählbar und nur langfristig manipulierbar.
Fehlentwicklung sieht man erst ein paar Wahlperioden später, wenn man nicht schon zu blöd ist. Dabei sind öffentliche Bibliotheken die wunderbarste gesellschaftliche Manifestation dieser immateriellen Bildung, in die ausdrücklich jeder um ihrer selbst willen hineingehen und sie mitnehmen kann, ja soll. Und dies im Gegensatz zu Schulen frei von jedem Verwertungszweck und Zwang. Völlig anachronistisch. Damit es keine Missverständnisse gibt, wenn ich Bildung sage, meine ich nicht den unsäglichen PISA-Verwertungsblödsinn, an dem unser Bildungssystem verödet, oder die sogenannte formale Bildung. Einige Doktortitel hier und nicht nur im politischen Raum beweisen die nicht vorhandene Aussagekraft. Ich meine das, was man gemeinhin als humanistische Bildung bezeichnet, das, worauf das schöne Eröffnungszitat des Bibliotheksentwicklungsplans zielt, wenn Bibliotheken als Ort der vermittelbaren Empathie betrachtet werden. Die traurige Tatsache, dass Bücherlesen und Empathie lediglich korrelieren und nicht kausal zusammenhängen, geschenkt, Frau Dagen. Aber da wir uns ja alle einig sind, wie wichtig Bildung ist, brauchen wir uns auch nicht unnötig damit aufhalten. Wenn die Bibliotheken 150.000 Euro mehr brauchen, um mehr Menschen in ihre gierigen Klauen zu locken, dann sollen dann wären doch eh alle dafür. Ach so, sind wir ja. Also rein theoretisch, wenn jemand fragt. Da in diesem Stadtrat, und ich will nicht unfair sein, in der gesamten bundesrepublikanischen Politik die Frage viel weniger ist, wie man bessere Bildungsangebote finanziert, sondern ob, Frau Dagen hat es gesagt, stimme ich dennoch der Gebührenerhöhung zu. Denn, das sei nicht unterschlagen, Armut und Dresdenpass sei Dank, kann es mir egal sein. Ich nenne es Umverteilung und sage, dass 10 Euro im Jahr tatsächlich überschaubar sind. Vielen Dank. So, weitere Worte. Jahren sehr verändert. Sie sind nicht nur ein Ausleihen von Büchern, sie sind ein Ort des Arbeitens geworden. Wer in den Kulturpalast reingeht, kann dort viele, auch junge Leute, die sich Räume reserviert haben, erleben und die gemeinsam an einem Projekt, an einem Vortrag und so weiter arbeiten. Sie sind ein sozialer Treffpunkt mit der BIBO 710. Sie sind ein Ort der kulturellen Bildung und vielleicht ist das auch zu wenig gesagt worden, dass tatsächlich die vielen, vielen hunderten Veranstaltungen in den Stadtteilbibliotheken für die Schülerinnen und Schüler Wir haben also auch in der Vergangenheit immer mehr Aufträge an die Bibliotheken gegeben, wie zum Beispiel die Schulbibliotheken weiterzuentwickeln. Und natürlich kostet das Geld. Wenn wir uns geeinigt hätten im Haushaltsplan, dass die Bibliothek mehr Geld bekommt, dann hätten wir jetzt die Gebührenerhöhung nicht gehabt. Aber ein Haushalt ist ein Austangieren zwischen Interessen sehr vieler, die Geld brauchen. Und das haben wir nicht geschafft. Schöner wäre es, aber so ist es einfach. Und es ist versucht worden, sozusagen für diejenigen, die vollen Umfang nutzen können. Das war uns wichtig und das war auch der Bibliothek selber total wichtig. Deswegen stimmt auch die Linke jetzt hier diese Kostenerhöhung zu und vielleicht schaffen wir es im nächsten Haushalt mehr Geld einzustellen und dann können wir die auch wieder verringern, die Gebühren.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen. Ach doch, Entschuldigung. Das war. Nee, schwer zu erkennen. Herr Gierke, bitteschön. Im Kulturausschuss bin und mir dann so abzusprechen, hier nicht vorne reden zu können, das ist absolut antidemokratisch und typisch grün. Hätten Sie zugehört, das macht man mit diesen beiden Dingen hier, genannt Ohren, dann hätten Sie gewusst, es geht nicht darum, ob es moderat ist oder nicht, es geht darum, dass es nicht nötig ist, zu erhöhen. Das ist der Punkt. Einfach keine Erhöhung bedeutet, man braucht keine Moderate. Es geht nicht darum, was man vor Jahren mal erhöht hat. Man muss nicht einfach erhöhen, um des Erhöhens willen oder weil es ein paar Jahre her ist. Das ist totaler Schwachsinn. Und was den Haushalt angeht, da gebe ich Ihnen guten Rat. Das geht jetzt an die Linke. Jetzt wirklich nicht, dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Neunundvierzig Jahre.